von wegen, wie überteuert deutsche Autos sind. Eine S-Klasse, bei der einfach die Sensoren ausfallen, weil die halt ausfallen. Das ist auch der Grund, warum ich eine Kawasaki fahre und keine BMW. Deutsche Autos gehen einfach mehr kaputt. Hol dir kein Range Rover und hol dir auch kein Jaguar. Einen wunderschönen guten Morgen YouTube und herzlich willkommen wieder auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Wetter ist, ja. Ups. Das war peinlich. Ja, Wetter ist so, wie es sich halt für München gehört, ne? So, kommen wir auch gleich schon dazu, was der Titel bedeutet. Ich habe Fehler gemacht. Um genau zu sein, zwei Fehler habe ich gemacht. Nämlich habe ich zwei Videos aufgenommen. Eins von denen war eher nicht so gut. Das andere war eigentlich ganz okay. Nur da habe ich Fehlinformationen ohne Ende gehabt. Das habe ich auch erst danach nochmal überprüft, weil es hat mich dann wirklich interessiert, was ich da gesagt habe. Und als ich das gegengeprüft habe, ja, waren vielleicht nicht alle Aussagen 100% wahr, die da getroffen wurden. Von daher dachte ich, das lade ich nicht hoch. Das ist halt, ja, das sind halt Falschaussagen einfach in diesem Video gewesen. Aber das andere, das könnte man ja machen, ne? Also was macht der Dani? Er startet seine GoPro, geht auf die beiden Videos, die da sind und löscht einfach random ein Video, weil ich mir dachte, das ist safe das Video, was ich löschen will. Einfach gelöscht, ohne es anzuschauen, ohne zu überprüfen, ob es auch wirklich das Richtige ist. Das andere auf die Festplatte gezogen. Dann starte ich einfach random eine Szene, um zu sehen, ob der Ton auch passt. Und dann höre ich auf einmal, wie ich etwas sage, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Und ich dachte mir nur so, Digga, bin ich dumm im Kopf. Und zwar habe ich in dem Video brutalst den JDM-Fanboy raushängen lassen. Also heftig. Weil ich bin halt wie immer random durch die Stadt gefahren. Da waren ein paar echt krasse asiatische Autos. Oder was heißt krasse Autos? Die waren halt einfach schön. So ein GT86 ist halt ein schönes Auto. So ein Lancer Evolution. Oder ich weiß nicht, ob es ein Lancer Evolution war, aber so ein Mitsubishi Lancer ist halt auch ein geiles Auto. Und dann bin ich ein bisschen ins Reden gekommen, hin und her, von wegen, wie überteuert deutsche Autos sind, hinter welcher Aussage ich immer noch stehe übrigens, und wie geil eigentlich japanische Autos aussehen, hinter welcher Digga, war es gerade windig, mich jetzt fast auf die Schiene gefetzt. Wie geil japanische Autos aussehen, hinter welcher Aussage ich auch noch stehe. Aber mir fällt jetzt auf, ich dachte einfach, komm, erzähle ich nochmal genau das gleiche, was ich auch im JDM-Video gesagt habe. Aber das geht halt nicht so. Ich war da einfach voll mit Emotionen und voll mit Herzblut drin. Und jetzt einfach so Argumente aufzuzählen, das kommt halt einfach nicht so geil rüber. Von daher mache ich es nicht. Vielleicht, wenn wir irgendwie ein freshes japanisches Auto sehen, vielleicht haue ich dann nochmal so einen Real Talk, nenne ich ihn jetzt, raus. Aber ansonsten, nee. Das japanische Auto ist besser als deutsche Autos, sollte ja eigentlich jedem rational denken, denn wird da gehupt. Jedem rational denkenden Menschen klar sein, ne? Also ich stehe 100% auch hinter dieser Aussage, wirklich, dass japanische Autos besser sind als deutsche Autos. Vielleicht nicht vom Ansehen oder sowas, also vom Ansehwert, vom Prestige sozusagen. Aber technisch etc. ist halt das wirklich Kindergarten, was die Deutschen da machen. Zumindest in normalen Autos jetzt, so eine A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse und sowas. Eine S-Klasse, Audi RS6 und so, darüber müssen wir nicht reden. Und vom Motor und sowas müssen wir auch eigentlich gar nicht erst anfangen. Also, ich habe ja schon mal gesagt, ich komme aus der Autovermietung. Das heißt, ich hatte mit den verschiedensten Autos schon was zu tun. Und ich sag's euch, ich glaube, ich musste nicht einmal einen japanischen Hersteller in eine Werkstatt schicken, weil irgendwas nicht passt am Auto. Bei den deutschen Herstellern, dann spinnt da mal die Einparkhilfe. Dann ist da mal was falsch. Dann geht einfach spontan die Motorkontrollleuchte an. Und das jetzt nicht bei irgendwie, ich nenne es mal jetzt Schrottautos oder Billigautos, also jetzt Opel Corsa oder so. Nicht, dass der Opel Corsa ein schlechtes Auto ist, aber es ist halt preislich ein niedriger Preis. Ich meine damit jetzt S-Klassen. Ist es grün? Ich weiß es gar nicht. Weil die Ampel ist ausgegangen, es war nicht grün eigentlich. Ich rede jetzt von S-Klassen, von einem A6, von einem A7, von wirklich Autos, die halt für Brutto-Normalverbraucher nicht realistisch sind. Und solche Autos machen einfach Probleme, für die man nichts kann. Ein A7, der einfach im Motorraum klappert, weil er halt klappert.
Eine S-Klasse, bei der einfach die Sensoren ausfallen, weil die halt ausfallen. Eine E-Klasse, ein E53 AMG. Ja, natürlich kann man sagen, ist kein echter AMG, da steht AMG drauf, ist mir egal. Bei dem die Mittelkonsole quietscht. Weil das halt so bei der E-Klasse ist, dass die Mittelkonsole quietscht. What the f***, Digga? Dann von Autopreisen reden wir gar nicht erst. Also das ist komplett unrealistisch, was da verlangt wird. Ich fahre zum Beispiel persönlich einen Honda. Ein Honda Civic. Baujahr, schieß mich tot. Ich glaube 2016, 2017, sowas. Also nicht den ganz neuen, sondern eine Generation davor. Den fahren ich und meine Mutter. Ich habe ihn anfangs gefahren, jetzt seit ein paar Jahren fährt ihn eigentlich nur noch meine Mutter, weil ich halt kein Auto brauche. Der hat jetzt 75.000 Kilometer drauf. Wisst ihr, wie oft der unerwartet in die Werkstatt musste? Einmal. Und das nicht wegen dem Motor. Das ist nicht, weil irgendwas ausgefallen ist. Das lag daran, dass, keine Ahnung, wie das gemacht wurde, der Airbag in der Mitte. Digga, wenn du den rückwärts schon drin hast, dann tut's mir leid, Mann. What the f***? Maximal lost. Das lag daran, beim Lenkrad in der Mitte ist ja der Airbag und da war ein Riss drin. Und ich fand das halt nicht schön anzusehen. Bin ich zu Honda gegangen, hat dann gesagt, hey, da ist ein Riss im Airbag. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Gar kein Problem, Garantiefall. Auto war 2 Stunden da, ich habe das Auto wieder abgeholt. Seitdem keine Faxen. Ich steige in dieses Auto ein, ich drehe den Schlüssel um, er startet so wie am ersten Tag, als ich ihn gekauft habe. Bei anderen Herstellern funktioniert das leider nicht so. Bei anderen Herstellern hätte ich wahrscheinlich das Doppelte oder das Dreifache für dieses Auto bezahlt. Ja, das ist so mein kurzer Rant zu JDM-Autos und zu deutschen Autos. Das ist auch der Grund, warum ich eine Kawasaki fahre und keine BMW. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass eine BMW halt 3-mal so viel gekostet hätte wie eine Kawasaki oder irgendwas anderes. Und warum läuft die einfach über Rot, Digga? Natürlich könnte man jetzt sagen, oh, ihr hattet ja viel mehr deutsche Autos in der Flotte als japanische. Natürlich fallen die da mehr auf. Ja, das stimmt. Aber nein, diese Aussage ist falsch. Deutsche Autos gehen einfach mehr kaputt, obwohl du mehr Geld dafür zahlst. Und obwohl es ja diese ach so tolle deutsche Wertarbeit dahinter ist. Das einzige Problem, was mir mein Mechaniker gesagt hat, als ich ihm halt mitgeteilt habe, dass ich gerne ein Auto holen würde, wenn was beim Asiaten kaputt geht, ist es halt sehr teuer. Ich kann das nicht bewerten, weil ich noch nie von... Ich kann das nicht bewerten, weil ich noch nie mitbekommen habe, dass ein Asiate kaputt gegangen ist. Und was macht der da? Ah, der wollte einparken, okay. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich kann es nicht bewerten, wie teuer so eine Reparatur in einem asiatischen Auto ist, weil ich halt noch nie mitbekommen habe, dass ein asiatisches Auto kaputt gegangen ist. Also, no joke. Wirklich nicht. Ich kenne keinen, der einen Asiaten fährt und sagt, er ist gerade in der Werkstatt, das ist kaputt. Und ihr könnt mir jetzt auch kommen mit, ja, aber wenn ich den lease oder wenn ich den neu kaufe, dann ist das ja ein Garantiefall oder wenn ich den vom Autohaus hole, bla bla bla. Ja, das stimmt vielleicht. Ja, das stimmt vielleicht, aber da habe ich auch ein schönes Beispiel, nämlich der Johnny, der Kollege mit dem A8, beziehungsweise der mit einem A8 zu sehen war. Mit dem habe ich letztens geredet, oder was heißt letztens, vor einem halben Jahr oder sowas, oder vielleicht sogar vor einem Jahr. Sein Leasingvertrag läuft ja bald aus, in 1,5 Jahren sowas. Welches Auto soll er sich holen? Hat er einen bei Range Rover kennengelernt. Und über den wird er sich wahrscheinlich dann einen Evoque holen. Wo ich ihm direkt gesagt habe, nee, Digga, hol dir kein Range Rover und hol dir auch kein Jaguar, weil die einfach, die sehen geil aus, sie hören sich vielleicht geil an, sie sind vielleicht schnell, aber du hast nur Stress mit diesen Autos. Dann hat er mir auch gesagt, ja, ist ja Leasing, ist ja Garantiefall dann alles, ich weiß ja, dass die oft kaputt gehen werden, deswegen wollte ich den leasen. Und dann klären die das ja so und dann kriege ich ja Werkstattersatzwagen. Wo ich mir aber denke, ja, aber du zahlst doch das Leasing für den Evoque und nicht, dass du die Hälfte der Leasingzeiten Evoque fährst und die andere Hälfte in Werkstattersatzwagen. So, das macht halt gar keinen Sinn. Das gleiche zählt halt für jetzt deutsche Hersteller. Natürlich ist es bei denen bei weitem nicht so schlimm wie bei den Engländern. Wobei, das sind ja jetzt Inder. Aber ich glaube, die werden trotzdem noch in England gebaut. Auf jeden Fall bei den deutschen Herstellern ist es bei weitem nicht so schlimm wie jetzt bei den beiden. Ne? Aber es ist halt der gleiche Sinn dahinter. So, du holst dir ein Auto, damit du dieses Auto fährst und nicht, damit du es fährst und dann ab und zu kriegst du einen Werkstattersatzwagen und dann kriegst du das und dann kriegst du dieses und dann ist das wieder. Dann hast du Stress und dann musst du hin und her, dann musst du das Auto abholen, dann musst du das Auto wieder mitnehmen. Aber ja, das war es jetzt erstmal. Das war mein Rant zu den Autos und der Grund, warum ich so ein JDM-Fanboy bin. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal.
macht alles andere, was ich auch immer am Ende sage, was ihr es machen sollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Also, ich weiß, Videos kommen jetzt sehr wenige. Ich glaube, eins die Woche. Könnt sich beim Wetter bedanken, ob es jetzt wieder 5 Tage durchregnen, dann haben wir 2 Tage schönes Wetter und dann soll es wieder durchregnen. Kann ich halt nichts machen, Digga, tut mir leid. Aber ja, genießt das schöne Wetter bei euch, wenn ihr schönes Wetter habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.